Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die, die 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich dachte mir auch. Jetzt Ich hat hab er es jetzt echt jetzt verpasst. vergessen. Ich dachte Ja, da habe ich immer jetzt auch auch. gedacht. Super. Ich wollte es spannend machen. Ist die Jojo. genug? Ja, ich habe auch schon rüber geguckt und gedacht, toll, jetzt hat er es verpeilt. Au! Ja, was haben wir eben gesagt? Neulich, ich glaube, hier draußen der Schlafsack war deiner, richtig? Draußen? Ja, garantiert. Wenn er draußen nee, ist, ist das hier draußen neben den Betten. Oder war das Bett Nee, eigentlich muss das der bei den Kisten sein, rechts. Ach so. Also eigentlich. Hier, den hatte ich gesetzt. Den muss ich auch schon wieder aufnehmen. Der ist funktional. Also der hier vorne scheint meiner zu sein. Dann musst du bitte einmal aufnehmen und einmal setzen, weil irgendwie haben wir da wohl ein kleines Problem mit der Schlafsäcke. Yep. Ja. So, ich setze meinen hier mal so neu. Oder hattest du schon einen aufgenommen? Avo, nee, ne? Was macht ihr denn ich hier? Ich habe jetzt hier den hier aufgenommen. Achso, gut. Ich stehe steh auf meinem. Was ja? macht ihr denn hier für einen Bockmist, wenn ich nicht da bin? Tja, wir haben Sack und Fung gespielt mit den Schlafsäcken. Ja, okay, dann machen wir das Thema durch. Achso, das dürfte dann Bettzahnekiste sein da oben, ne? Nee. Die hier über die Tür? Nee, das ist nicht meine. Nee, wir hatten Vekra, hat der für dich extra eine gesetzt. Die ach so. Ist, ach so, nee, die ist hier rechts unten. Guck mal in die untere Kiste. Das ist alles so Sachen. Unten rechts. Ist jetzt nicht so viel, aber Baumaterial halt, ne? Das ist wirklich nicht viel. Da ist es Baumaterial und eine Pistole, das meine ich mit nicht viel. Der blöde Hund, der ist seit Wochen abwesend, ne? Ja. Und jetzt meckert und der noch. Stellt er Forderungen. Unverschämte, unverschämte. Aber das, sag mal, wenn, sag mal, Avo, du machst doch mal mehr mit deinem Haus. Hast du Verwendung für 44 Cobblestone-Treppen, die ich versehentlich hergestellt habe? Oder liegst du für ein paar? Weiß ich nicht, ob ich dafür Verwendung habe, aber für 3, 4, 5 Stück auf jeden Fall, denke ja, ich. Ja, okay, gut. Dann packe ich die mal in die Kiste, die Gemeinschaftskiste. Genau, wollte ich gerade sagen, kann ich hier rausnehmen, wer Lust hat. Oh, ich nehme einfach mal so ein Stück dann raus. Wie schön ist das denn? Lass den Rest halt drin. Hm? Endlich wieder was? Endlich wieder eine Pistel. Wie schön ist das denn? Deshalb habe ich sie dir auch reingelegt. Ich dachte mir. Oh, du bist ja manchmal echt. Manchmal ist er echt ein Schatz, ne? Manchmal möchte man ihn ja, ne? Ich dachte, sie würde dich vielleicht verzücken. Ich muss. Lehm muss ich schon wieder sammeln. Ja, das müssen wir. Du möchtest doch hier, alle. Um mein Haus mitzubauen, richtig? Ja, ich brauche Holz. Nicht sehr schön. Ja, morgen früh werde ich gleich, oh Schatz, ich werde für dich den Regenwald abholzen. Nein, ganz so viel bitte nicht. Bitte lass den Regenwald stehen. Ich werde mich jetzt erstmal hier in Xuras Butz erstmal umgucken. Da ist noch nicht viel drin, mein Lieber. Ich weiß. Ja, du bist ja drin. Ich bin drin. Ja, ich bin drin. Habe ich jetzt? Ja, ich war gerade am gucken, ob ich jetzt hier eventuell einen Bauhelm habe, aber habe ich nicht. Sehr gut. Oh, was bist du plötzlich leise? Ich leise? Kann gar nicht sein. Ja, jetzt geht's wieder. Eben warst du irgendwie ganz leise, aber kann auch sein, dass du nur ein bisschen genuschelt hast. Dann habe ich einfach genuschelt. Nur vom Röhnen gerummelt. So. Wie viele Minuten? Sag mal, wie sieht das eigentlich ledertechnisch aus? Bei euch? Ledertechnisch? Musst du mal gucken, in der zweiten Kiste von links, da ist ganz viel Leder drin. Wir haben ein bisschen was, wir können auch Lederklamotten herstellen, aber wir haben auch noch nicht so wahnsinnig viel Leder, glaube ich, gerade. So, weil ich renne immer noch in meinem ulkigen Tanktop rum, was, glaube ich, nicht für Männer geeignet ist. Oh, und ich brauche ganz dringend Lehm. Also noch dringender als Holz, mein lieber Gatte, brauche ich Lehm. Mein Gott. Ja, ja, ja. Ich könnte ihm ja erstmal eine. Das klingt so nach Arbeitsanweisung, er soll eine Schaufel kriegen, sehe ich das richtig? Ja, das wäre natürlich super. Alles klar, ich mache gerade mal eine fertig. Dauert ein paar Sekunden. Und dann kommen wir auch gleich raus. Heute kommt ja nichts Böses mehr, so. Wanderhorden dürfen nicht kommen, zumindest nicht. Hunde sollten nicht kommen. Das ist eine böse Ecke. Nehmen wir doch besser die. So, dann klepp mich mal auf. Was habe ich so verpasst? Alles.
Wer ist gestorben? Ja. Wer hat Bockmist gemacht? Aber gestorben. Niemand ist gestorben und Bockmist können, ist nichts passiert. Ja, also Wegfall 2 Tode, Xyra 5 Tode, Nordisch 9 Tode, Bad 8 Tode, trotz Abwesenheit. Ist interessant. und Avo 5. Wenn er abwesend ist. Bad hat's drauf. Ja, ja, wenn er was kann, dann sterben. Dann sterben. Richtig. So, im Spiel wie im Real Life. Bett hier, eine Schaufel für dich und ich kann dir auch, möchtest du eine Feueraxt haben oder eine Pick, ich mach dir mal eine Fireaxt. Pickaxe kann ich dir, ja, wenn wir wieder Stahl haben, auch eine Stahl-Pickaxe herstellen. Ja, warte mal, ich muss mich einmal denn entleeren. Warte mal, ich kann dir sonst auch erstmal noch eine andere Pickaxe geben. Achso, nee, du hast jetzt gerade eine bekommen. Mach ich ihn gerade fertig. Ich repariere ihm gerade eine blaue. Ich repariere ihm gerade eine blaue Pickaxe. Okay, das ist was Besseres, als ich ihm hätte anbieten können. Ja, die habe ich auch gefunden. So, sowas Gutes habe ich sonst auch. Wir können raus. Dann muss ich auch gleich mal. Dann muss ich mich auch gleich mal. Die Axt und die Pickaxe. Oh, dankeschön. Wie baue ich das denn jetzt hier weiter? Und dann muss ich mich auch gleich mal schlau machen, wo ihr hier was gelagert habt. Nein. Ach du, das wissen wir auch so nicht so viel genau. Viel wichtiger ist, dass du Lehm sammelst. Ja. Und Holz. Ja. Weiß Bescheid. Ja. Ja, du wirst hier gleich eingespannt. Weil wir haben nur noch einen Tag bis zur Horde. Unser Mais ist fertig übrigens. Wochenlang nicht da, dann musst du auch mal was tun, ne? Ja. Alles, was ihr möchtet. Die Schaufel, die gefällt mir, die ist gut. So, Lehm. Ich brauche schon wieder auch. Wo hole ich mir denn mal Lehm? Oh Gott. Ich würde sagen, doch mal ruhig da. Ja, ich bin auch schon so ein bisschen am Leben sammeln. Oh Gott. Er sagt hier schon meine Stimme, ist ja auch grandios. Grandios. Und habe ich das so in euren letzten Folgen wirklich so richtig mitgekriegt? Ich sollte immer darauf achten, dass die Türen geschlossen sind, richtig? So wie immer. Wir haben da jemanden in der Gruppe, der da arg drauf achtet. Yeah. Nein. Das hast du sehr gut erkannt. Das ist also, ich hätte es überhaupt nicht besser beschreiben können, wirklich. Passt auf, ihr könnt die Türen so lange auflassen, wie ihr wollt, wenn ihr in euren Häusern seid. Ja, okay. Da ist mir das egal. Boah, krass. Leider zu tief. Verdammt. Ich hau gerade mit dieser Stahlpickaxe auf diese kleineren Steine, die hier so gelegentlich mal rumliegen, ne? Ein Schlag und der ist weg. Naja. Kriegst du da genauso viel Material raus, dann würde ich sagen, lohnt sich das. Ja, doch, kriegst du, denke ich mir. Ich muss nur. Wir müssen nur nochmal sehen, dass wir nochmal an Stahl kommen. Also, das braucht halt ziemlich viel Metall. Weil zum Reparieren brauchst du ja auch wieder Stahl, ne? Wenn du die mit einem Schlag wegkriegst, dann kommen wir ziemlich schnell dran, ne? Oder eben in der Fabrik mal eben mit der Wrench. Nur einmal durch. Oder dann so. Dann haben wir auch eine Menge Stahl. Na gut, Fabrik sind wir aber auch, glaube ich, wieder eine ganze Weile unterwegs, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht. Wo die Fabrik jetzt war. Ach, die war ja in der Stadt, ne? Nee, in der Wüste ist. In der Wüste ist eine. Die ist nicht weit weg von hier. Achso, da ist auch noch. Na, stimmt, da war ja auch noch eine. Warte mal, ich kann mal einen Waypoint neu setzen. Machen wir da mal. Das wäre, wo Bert ja nicht aufnimmt, eine ganz gute Aufgabe für ihn. Fabrik? Der sammelt mir Lehm. Du bist ja schlimmer als mein Chef. Nein. Holz sammeln, Lehm sammeln. Ja, ein bisschen laufen ist gut. So, ihr müsstet jetzt eigentlich einen geteilten Wegpunkt finden mit der Fabrik. Also die heißt auch Fabrik dann, der Wegpunkt. Müsste eventuell bei euch jetzt auftauchen. Die ist rechts oberhalb von uns. Dann könnt ihr mal hinscrollen. Seht ihr, dass das nicht sonderlich weit weg ist. Ist es immer noch so, dass ich Lehm so schaufeln? Bei den dunklen Flächen, also bei den braunen Flächen auf der Map. Ja. Da ist Lehm. Okay. Gewöhn dir aber an, immer so Schicht für Schicht
dass du auch dir immer wieder einen Weg nach draußen hast, ne? Weil wenn du so drei Block tief anfängst rumzugraben, ist natürlich doof. Deswegen am besten so Schicht für Schicht. Die Lehmfelder sind recht groß, da kann man das gut machen. Ja, Lehm ist unheimlich wichtig für alles. Irgendwie für Metall, für... Ich finde, Lehm ist ein bisschen zu wichtig geworden. Ja, ist das so, oder? Ja, also das ist aber wirklich sehr... Also bei Metall ist es nicht mal logisch, aber für den Rest ist es eigentlich tatsächlich logisch. Also für, zum Bauen, gerade bei Cobblestone und sowas, ne? Ja, das ja, naja, für Metall könnte man das sagen, die nehmen immer ein Lehm, um die Form herzustellen und dann wird die Form vernichtet wohl danach oder so, ich weiß nicht. Und das genau würde ja keinen Sinn ergeben. Ja, schwierig halt, ne? So. Ach, das ist das Sirup-Lehm. Ja. Wobei, so viel Clay brauche ich doch, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich muss da mal gucken, was mein Haus macht. Oh, ich werde ein bisschen was, werde ich wohl noch brauchen. Ja, meine Mauer wächst. Ja, aber wenn die so 3-4 hoch ist, also höher muss ja nicht unbedingt mit Cobblestone, außer für die Optik vielleicht. Ne? Doch, das muss sein, eben für die Optik. Die Mauer schon. Weil wir haben ja nun mal die Absicht, eine Mauer zu bauen. Nicht wahr? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. So, was, zwischen Mauer und Nicht-Mauer? Oder? Ja, zwischen Mauer und Nicht-Mauer. Du bist doch die auf Säule. Die Rennen sind sicher. Ah, du machst doch einen auf Säule. Das ist doch... Ja, ich baue ein bisschen um, glaube ich. Also ich werde keine Tür, sondern einen Säulenzugang machen. Mit Leiter. Einen Säulenzugang? Du bist auf einer Lehmader. Ja. Wer, echt? Will, du fasst mein Lehm an, ich sag doch. Nein, das ich ist bin ja schon weg, geh ja schon, ist ja gut. Ist wunder gut, dich ist ja nicht, gut. Wenn du es knacken hörst und dein Haus plötzlich 5 Meter tiefer steht. Ja, das wundert mich auch nicht, aber ich weiß ja, wo sie wohnt. Da komm ich vorbei. Nein, du weißt, wo ihr Haus wohnt, wo sie momentan wohnt. Ja. Doch, sie wohnt quasi jetzt quasi neben meinem Haus. Oh, du hast ja schon Fenster drin, Xyra. Ja, so mehr oder weniger halt gerade, ne? Aber die Markierung für die Fenster ist da. Ich glaube, ich mache erstmal die Mauer fertig. Das Lustige war ja auch, dass sie beim letzten Mal schon Türen reingemacht hat und sich gewundert hat, dass die Hunde schnurstracks zu ihr gekommen sind. Ja, nun. Ach ja, ach, das liegt nicht an der Tür, das liegt daran, dass mich die Hunde mögen. Ich bin auch mal gespannt, wen die sich dann hier als Opfer immer ausgucken, die Horden. Also ab Tag 14 nicht, aber ab Tag 21 wird das sicherlich interessant, sage ich mal. Oh, ich hoffe nicht mich. Vielleicht teilen die sich auch auf, das wäre auch super. Das würde ich sehr klasse finden, ich glaube es aber nicht ernsthaft. Ich auch nicht. Ich glaube, es kommt immer so negativ. Ich denke mal, es wird darauf ankommen, aus welcher Richtung die kommen. Und der halt als erstes im Weg ist, der hat Pech gehabt. Also wird es bei mir sein, ich kenne das ja schon aus privaten Spielen. Nee, ich, wenn das so wie mit den Hunden, dann Nicole oder ich. Quatsch. Mhm. Deswegen werde ich auch noch so richtig schön Spikes bei mir drumherum platzieren ums Haus. Wenn ihr nochmal Metall übrig habt, am besten mal direkt in die Schmiede mit reinwerfen, weil viel ist da nicht mehr. Ja, muss ich dir mal, ich glaube, in meiner Kiste habe ich sogar noch ein bisschen was drin. Mhm. Ja, wir hatten Scrap Metal noch, aber da dachte ich mir, das würde der eine oder andere vielleicht auch zum Bauen benutzen halt. Nordisch, mein lieber Nordisch. Was willst du? Wie wär's mit einmal Forged Iron? Nur einmal. War beim letzten Mal schon einmal. Dabei. Ich hab gar nicht so viel dabei, ich hab nur 11 Stück. Ja. Cäsar, ich bin schön spannend. Überfall! Du bist mir gerade auf den Kopf gestiegen. Wow. Ja, über den Kopf rübergesprungen, geil, oder? Ja, richtig so. Geil. Richtig geil. Chris Keks. Brauchst du denn wirklich noch einen? Brauchst du mehr Eisen? Also mit einem kann ich jetzt erstmal reparieren. Ja, sonst hätte ich mehr gekriegt. Kommt auf den Skill an. Manchmal brauchst du auch 2, also je nachdem, ne? Hast du mir den schon hingelegt? Ja, eigentlich müsste er hier irgendwo rumschwirren. Ich habe den hier eben fliegen sehen und das sah so aus, als hättest du ihn wieder aufgenommen. Das macht er immer. Ich hab immer noch. Wer schießt denn da? Ich laufe hier mal ein Stück rum. Ich nicht. Ich glaub, das bin ich. Du bist doch unsicher, ob du schießt. Jetzt hast du was aufgenommen. Nee, Bad sagt, ich hab den Frame weggenommen. Weil Bad sagt, er glaubt, er ist das. Aber wenn sich Bad unsicher ist, dass er schießt. Ich hoffe, die Feinde sind nicht auch unsicher, ob du schießt. Die sollten schon wissen, dass du sie angreifst.
Nee, ja, aber sollten... Forged Iron war hier jetzt nicht. Jetzt da, aber. Die sollten sich fliegt's. Alleine. Da fliegt das hin. So, diesmal habe ich es aber erwischt. So, okay, danke. Dann brauche ich doch Cobblestone Rocks. Jetzt habe ich eine gelbe Schaufel. So, Leben ist da hinten. Dann ist eine fette Lebengrube, da können wir mal hingehen. Bleib mir bloß von meinem Leben weg. Da hinten. Ich weiß ja nicht, wo du hinten meinst. Da steht das. Ja, siehst du, sag ich dir auch gar nicht jetzt. Ich glaube, du läufst auch meine Lebengrube zu. Da bin ich eben gewesen. Du siehst schon ein kleines Loch. Das guck ich mir jetzt mal auf der Karte an. Das sieht interessant aus. Ist das dieses ominöse schwarze Loch? Nee, okay, lass mal das. Ich habe schon das klingt komisch, wenn du das so sagst. Ich habe schon ein recht großes Loch. Das schon mal in einem Let's Play hatten, das weißt du ganz genau. Wer baut denn eigentlich auf der Minimap Nordisch? Ja. Mach mal die Karte auf und zoom mal ganz ran. Und dann? Dann guck mal so Richtung dein Haus. Ja, ich sag ja auch, ich weiß. Wird das ein Helikopterlandeplatz oder warum ist da ein H drin? Das frage ich die ganze Zeit schon. Das sieht aus wie ein H, oder? Nee, das ist eigentlich eher ein T und ein Quadrat. Könnte man natürlich noch ein H draus machen. Für mich sehe ich da eindeutig ein H. Ach so, weil es kann sein, dass es bei mir noch nicht aktualisiert ist, dass es bei dir jetzt schon anders aussieht. Das ist möglich, ja. Kann sein. Also ich habe ein Quadrat und ein T drin. Ich sehe hier. Wie bin ich denn jetzt hier aus dem Haus raus? Ach da. Nö, schon gut, alles klar. Schon gut. Achso, wir haben so Richtung See gebaut. Du siehst ja wahrscheinlich, wo wir rumlaufen. Ansonsten müsstest du mal den Haken bei unserem Namen reinmachen. Wenn du auf I drückst, dann hast du das Tracking, ja. Das wird ja interessant, was ich hier so sehe. Und mal so leicht mal was zu essen organisieren. Gucken, ob hier irgendwann McDonald's auf der Ecke ist. Oh ja, ein richtig geiler McRib. Den habe ich mir einmal geholt, weil er klingt ja interessant, aber ich fand, das ist ziemlich weich, ne? Das ist, hat mit Fleisch auch nur wenig gemeinsam, und schmierig, gemeinsam, aber ne, oder? So geil. Wie ist es eigentlich mit den Schaufeln? Werden die nichts mehr taugen, einschmelzen oder scrappen? Reparieren? Ich sagte, wenn sie nichts mehr taugen. Irgendwann taugen die auch nach Reparatur nichts mehr. Ne? Stimmt. Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach mal denken, dass jetzt ganz viele Leute in den Kommentaren schon schreiben, nein, um Himmels Willen, immer einschmelzen, nicht scrappen. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar der bessere Weg. Ne? Okay. Könnte ich mir vorstellen. Könntest du noch eine Schaufel machen? Du machst das so schöne, so grüne. Ja, kann ich machen. Und dann schmeiße ich nämlich die andere gleich einfach mal in den Ofen. Dann machen wir mal eine Schaufel mal noch. Hier habe ich denn, habe ich. Also dauert 2 Minuten, dann hast du. Ich gerade noch Cobblestone im Hintergrund. Ja, ich komme ja dann gleich erst zu dir. Ich muss hier noch gerade ein bisschen was sammeln. Bei mir stand jetzt irgendwie was in den Kommentaren, was dir auch gefallen würde. Irgendwie so, wir bauen zwar irgendwie alle nebeneinander, aber wir werden alle werden im Schatten bauen, weil Avo Nacho wahrscheinlich ein riesiges Hochhaus dahin stellt. Hochhäuser baue ich doch nie. Ich habe nur hohe Häuser. Zumindest wissen wir, dass die Insel dein Grundriss ist. Ja. Und die ist sogar relativ klein, wie ich gesehen habe. Die ist gar nicht so. Da müssen wir 3 Schritten rüber. Also so groß ist die gar nicht, die sieht nur groß aus. Hast du Xyras noch ein bisschen was zu futtern dabei? Ich glaube, ich kann dir Suppe anbieten. No, ja, ich kann dir Suppe anbieten. Wie, du hast Suppe? Was gerne. Suppe her? Verkaufe ich dir für 2 Forged Iron. Du hast doch schon 2 gekriegt, hör mal auf. Na, möchtest du sie haben? Guck mal, wie lecker sie aussehen. Und die zwei hat sie ohne Suppe bekommen. Eigentlich müsste sie jetzt 4 verlangen. Du hast die Tür aufgelassen. Hör auf, mich mit dem Fall beschießen zu wollen. Ich war noch nicht fertig. Ach, Nordisch? In der Schmiede ist noch Leben drin? Oh. Weißt du nicht? Okay. Nope. Doch, ist 2900 Clay sind in der Schmiede drin und ich habe noch mal 250 reingepackt. Okay. Aber wie gesagt, Stahl nimmt unheimlich viel Clay weg. Ne? Für pro Stahlbarren brauchen wir, glaube ich, 200 Clay, wollte ich mal so sagen. Und wir brauchen halt, also wir brauchen 1000 Clay oder sowas für eine Axt. Also haben wir noch genug Clay. So. Ja. Wir bauen hier auch fleißig ab von daher. Achso, vielleicht soll ich dann nochmal diese Bauch essen. Na, das, wenn wir nochmal Stahl herstellen, dann kann ich dir ja natürlich auch nochmal eine Stahlaxt machen. Ne? Ja, gerne. Dann komme ich jetzt mal einmal zu dir gelaufen, ja?
Glaube ja, ich. Ich gucke gerade mal. Du bist wo? Zu Hause. Noch. Ach so. Ich, okay. muss jetzt nur einmal schauen, wie ging denn das mit dem... Ach, du bist ja bei dir zu Hause, ne? Nee, ich bin... Ja, genau. Hört sich auch gut an. Ach, du bist ja bei dir zu Hause. Ja. Na, ich suche jetzt... Ich brauche nochmal Clay jetzt, sonst geht's hier gerade nicht weiter. Ich kann dir 1000 Clay geben, wenn du willst. Nee, passt. 1000 Clay. Nee, das ist dein Clay. Clay, du mal rum mit deinem Clay. Clay, du mal da rein. Du kannst ja auch aus der Kiste ganz viel Stein nehmen und dann kannst du Cobblestone Rocks herstellen. Mhm, 500, nee, Quatsch, wenn du 1000 hast, kannst du dir 1000 Stein, passt schon. Mhm. So, aber ich bin dir ein bisschen entgegengekommen, nicht viel. Also, weil ich bin ja am Leben schaufeln gerade. Naja, ist okay. Ich bin ja auch gerade aus meinem Leben noch rausgekrabbelt. Ich habe mir oben gesehen. So, ja, ich will jetzt auch erstmal wieder was zu essen holen. Aber schön, dass du wieder dabei bist, Bad. Ja, auf jeden Fall. Das freut mich. Wenn ihr euch freut, freue ich mich auch. Und sofern ich erste Anzeichen merke, dass deine Erkältung weggeht, kriegst du auch wieder Pfeile in den Rücken und so. Aber jetzt gerade musst du dich erstmal schonen. Der wollte mir gerade schon Pfeile in den Rücken hauen. So. Ja, dann vorsichtig rantasten kann er sich ja mal. Der will doch nur spielen. Na, er hat es ja noch gesagt mit der offenen Tür, ne? Und was macht er? Der lässt die Tür auf. Ich bin gerade mal durchgegangen. Gibst du mal wieder die Schaufel? Weißt du, ich hatte den Pfeil ja quasi schon im Rücken stecken, als ich gerade meine Türklinke in der Hand hatte. Ich habe dir gar keinen Pfeil gegeben. Ne? Ich habe dir gar keinen Pfeil gegeben. Ja gut, dann halt die Axt, so. Entschuldige. Und die andere Schaufel schmeiße ich quasi einfach in die Schmiede. Richtig? Ja, das kannst du machen. Falls da noch ein Platz frei ist. Also sind ja leider nur zwei Plätze zum Einschmelzen. Wobei, sonst würde ich das Metall eben rausnehmen, weil die Schaufel schmilzt wahrscheinlich in wenigen Sekunden. Oh, ich habe kein Messer dabei, ich glaub's nicht. Nicole hat hier schon richtig einen Bunker stehen. Wolltest du jetzt die Dosensuppe aufmachen damit, oder? Nee, ich habe einen Hirsch gekillt und jetzt habe ich kein Messer dabei. Nimm eine Axt. Ja. Ich glaube, so langsam müssen wir auch wieder mal jagen gehen. Das Fleisch schon auch so langsam rar. Ja, deswegen habe ich jetzt auch gerade den Hirsch hier gekillt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Nimm eine Axt, weil hast du dabei? Ich habe zwei Macheten. Ja, die habe ich dabei. Ich habe aber zu Hause zwei Macheten und zwei Knochenmesser. Also ich bin echt versorgt und nichts habe ich dabei. Dann würde ich die Machete nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob man damit nicht mehr rauskriegt. Oder ob es nur schneller geht. Was mich aber so ein bisschen wundert, unser Häuschen, ich meine, die Schmiede läuft da quasi durchgehend. Dafür sieht das Ding verdammt gut aus. Zwei ganz minimale Beschädigungen waren jetzt noch dran. In der Klopfhöhe. Ah, toll. Ja, wenn keiner von uns da ist, interessiert sich auch niemand dafür, ne? Für die Schmiede, so Zombies oder so. Da habe ich manchmal so andere Vermutungen. Ach so, okay. Ja, ich weiß nicht, ich spekuliere. Wir hatten da die Tür aufgelassen. Ja, ich komme ja nicht wieder hoch. Gut, ja, ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Boah. Und, Rin. Ach, jetzt bricht man sich das Bein, damit das eine Ausrede ist. Ja. Okay. Das nur dafür breche ich mir extra das Bein. So, wir sind übrigens bei 23 Minuten. Das ist richtig. Ein Glück. Nein. Ich such mal den Hinten, der hat noch Haar da. Das bedeutet, wir müssen uns verabschieden. Das ist korrekt. Ist richtig. Ich stelle nur nebenbei noch 100. Lass mich raten, ich habe Hallo gesagt, also bin ich auch die Erste, die Tschüss sagen muss. Achso, nee, das ist mir gar nicht dazu eingefallen. In der Schmiede laufen jetzt noch 176 Iron Dingsterbumster. Ach super, okay, cool, danke. Das klingt gut. Ja. So. Ja, dann gut. Ne? Freut euch mit uns, dass Bad wieder zurück ist. Und sagt Tschüss für heute. Auf Wiedersehen. Freut mich auch. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.